Hallo allerseits und willkommen zu den ersten Gigabits im Jahr 2014. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingeknallt und damit sind wir auch schon beim ersten Thema. Die Abmahnwelle rund um das Pornoportal RedTube hat weitere Konsequenzen. Inzwischen wurde Anzeige erstattet gegen die Kanzlei, von der die Abmahnung ausging. Angeblich soll man da mit erpresserischen Methoden vorgegangen sein und das sogar in einem besonders schweren Fall, nämlich gewerbsmäßig. Ein Rechtsanwalt hat jetzt gegenüber der FAZ erklärt, dass weder das Herunterladen noch das Streamen von RedTube-Inhalten eigentlich illegal sei. Es seien schließlich Privatkopien und im Übrigen sei RedTube nicht als offensichtlich rechtswidrige Quelle erkennbar. Das kann natürlich bei diversen anderen Streaming-Portalen völlig anders aussehen. Es sei also bedenkenlos möglich, Inhalte von RedTube zu streamen. Wichtig ist nur, dass man nicht vergisst, die Kopfhörer einzustöpseln. Ne? Alles weitere zur Abmahnwelle rund um RedTube erfahrt ihr bei Giga. Hier unten in der Beschreibung ist sogar ein Direktlink zu dem Artikel. Das ist der Like-Button, der ist auch gut, aber ein Stück weiter unten. Genau da. Vor einigen Tagen geisterten mal wieder Verschwörungstheorien über die NSA und Siri durchs Netz. Okay, also einige der Verschwörungstheorien um die NSA haben sich ja durchaus irgendwie auch bewahrheitet. Aber in diesem Fall ist es ein bisschen anders. Folgendes: Ihr stellt die Ortungsdienste in den Einstellungen aus und fragt Siri nach, sagen wir mal, einer Weltreligion. Christentum. Hier sind ein paar Informationen. Was kommt, ist der Wikipedia-Artikel zum Christentum. Das gleiche funktioniert auch bei Buddhismus und so weiter. Wenn man aber Folgendes fragt: Islam. Verrat mir zuerst, wo du bist. Oh mein Gott, sie wollen wissen, wo ich bin. Die NASA spioniert mich aus und nimmt Siri als IM. Naja, nicht ganz. In Wirklichkeit ist es so, dass es eigentlich nur ein Programmierfehler in iOS ist und das findet man ganz einfach raus, wenn man nämlich die Ortungsdienste wieder aktiviert, plupp, und dann die gleiche Frage nochmal stellt, passiert Folgendes. Islam. Okay, eine von diesen Moscheen ist ziemlich in der Nähe von dir. Die Abfrage wird also so interpretiert, als wolle ich Moscheen in meiner Nähe finden. Alles ziemlich harmlos und wenn man Siri übrigens auf Englisch befragt nach Islam, dann kommt tatsächlich die Wikipedia-Seite auch bei deaktivierten Ordnungsdiensten. Also alles nur ein kleiner Bug im iOS 7. Einmal tief durchatmen und die Aluhüte wieder abnehmen. Es gibt schließlich genug echte Datenschutzprobleme, um die man sich sorgen kann. Abzocke im iTunes Store. Einige der beliebtesten Apps für iPhone und iPad benutzen derzeit perfide Methoden, um sich an die Spitze der Charts zu katapultieren. Sie heißen TV Deutschland oder TV Deluxe und spielen dem Anwender vor, nur gegen eine 5-Sterne-Bewertung im App Store zusätzliche Funktionen freischalten zu können. Das ist natürlich einerseits Quatsch, weil niemand nachprüfen kann, was für Bewertungen ihr im App Store hinterlassen habt, und andererseits sind diese Funktionen eigentlich Nullnummern. Ihr bekommt angeblich weitere zusätzliche TV-Sender im Stream freigeschaltet. Das Dumme ist nur, dass keiner dieser Sender oder kaum einer dieser Sender wirklich von offiziellen Quellen abgegriffen wird. Die Streams können also jederzeit wieder verschwinden und dann habt ihr, 89 Cent, aber immerhin für nichts bezahlt. Apple hat bisher nicht reagiert und die Apps treiben schon seit einiger Zeit ihr Unwesen im App Store. An den paar tausend Euro, die Apple an Provision für die App-Käufe bekommt, kann es eigentlich nicht liegen, die kratzen sie wahrscheinlich wenig. Warum genau diese Apps noch nicht verbannt wurden, weiß man also nicht so genau. Sonst ist Apple ja nicht so zimperlich mit rausschmissen. Die Wege des Herrn Cook sind also weiterhin unergründlich. In der Community-Frage der letzten Folge vor der Weihnachtspause wollte ich von euch wissen, was ihr vom Freemium-Modell haltet. Chris Ops Gaming schreibt dazu: sehr schönes Video. Habe jetzt auch mal zu Giga Apple gefunden, nachdem ich nur Giga Games gesehen habe. Leopold Rio verkündet stolz und frei von den Fesseln der Grammatik, Rechtschreibung oder Syntax: ich habe Jailbreak und kann In-App-Käufe einfach ohne Geld bezahlen. Gut. Im Großen und Ganzen seid ihr euch aber einig, Freemium ist doof. Außer vielleicht, wenn es darum geht, in einer Utility-App zum Beispiel zusätzliche Funktionen freizuschalten. Das ist wohl schon okay. Wenn aber ein Spiel sich überhaupt nicht weiterspielen lässt, ohne dass man ein Upgrade kauft, dann ist das ziemlich verabscheuungswürdig und gehört wohl in den Müll. Die Community-Frage dieser Woche lautet: habt ihr euch Vorsätze gemacht fürs neue Jahr? Vielleicht mehr Fitness, dann habe ich hier ein paar lustige Apps für euch. Oder mehr Gemüse essen oder mehr Lotto spielen oder was auch immer. Diskutiert und kommentiert hier unten mit. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das waren die Gigabits für diese Woche. Der Freitag ist wieder rum. Vielen Dank und wenn ihr Lust habt, dann liked auch das Video mit dem kleinen Daumen da unten oder teilt es vielleicht sogar weiter. Für weitere Videos empfehle ich ganz dringend die letzte Folge der Top-Apps, die vorgestern lief. Die ist hier auf der einen Seite mit Battle Supremacy, einem Panzersimulationsspiel, oder The Room 2, einem fantastischen kleinen Rätselspiel, und Black, einem Puzzle aus Österreich, das auch sehr nett aussieht. Am besten hier mal reingucken. Auf der anderen Seite findet ihr die Games News, diesmal mit dem Thema ein neues Alien-Spiel und erste Informationen zu PlayStation Now. Achso, klicken nicht, ne? Wisst ihr Bescheid. So und da. Gut.